Hallo und herzlich willkommen hier zum Euro Truck Simulator 2, hier kurz vor der Grenze von Kroatien nach Österreich. Und ich begrüße meinen Brombeeren und Trucker-Kollegen hier am Funk. Hallo Basti. Hallo. So, wir machen heute weiter. Wir haben mal unsere gesetzliche Pause gemacht. War eigentlich ziemlich ruhig hier an der Grenze, hab nicht viel gehört hier von der Autobahn. Und ja, wie sieht's bei dir aus? Unverändert. Das ist aber nicht so toll. Nö, alles soll nochmal. Ja, das stimmt auf jeden Fall. So Mensch, mal sehen, wie weit wir heute kommen. Also letzte Folge haben wir ganz schön Kilometer geschrubbt. Mal sehen, ob wir heute bis nach Deutschland kommen. Wäre ja nicht so schlecht, ne? Nö. Hab schon überlegt, wenn ich an Leipzig vorbeikomme, dass ich da meine Pause mache. Okay. Ah. Betriebssitz. So, ihr lässt mich wieder keiner rausfahren hier. Das ist affig. Damit kenne ich mich aus. Ah. Sehen ganz genau, dass ich rein will. Nee, da lässt keiner, lässt ihn nachher. Ja, sauber. Blöder Kipper. Mensch, jetzt sind wir in Österreich. Und hier bei ist gleich Schluchten scheiße. Und hier ist gleich Stau. Wunderbar. Man merkt's, ne? Man ist wieder daheim fast. Mein Gott. Ja, da geht es erstmal quer durch Deutschland und dann hoch nach Dänemark. Ganz schön rutschig die Straße, ich merk's. Wieso, hast du Winter? Nö, bei mir hat es geregnet, dann merke ich das. Ich habe keinen Schuh gehabt, wie jetzt komme ich da jetzt nicht hoch. Da drehen die Reifen durch. Oh, jetzt geht's stark um. Ich habe das doch so eingestellt, wenn es geregnet hat oder so, dass es dann glatt wird. Achso. So Mensch, und hier ist überall Stau. Die wollen ihn nicht haben. Nö, ich stehe aber auf der falschen Spur. Mein Gott, die Rücksichtnahme. Danke. Jetzt machen wir erstmal hier die Straße zu. Aber mir auch egal.
weit aus, jetzt kommen wir sogar noch drüber. Vor mir ist ein Ami-Truck. Das ist doch super. Ich bin jetzt glücklich in Klagenfurt. Und hier ist schon wieder schnell. Ja, man merkt schon, in gewissen Städten geht halt nichts. Ich weiß, irgendwelche Feiertage erwischt. Das kann natürlich auch sein. Ich hab, na gut, 7:55 Berufsverkehr, oder? Jetzt haben wir uns mal vorgedrängelt. Vorgedrängelt. So. Das darfst du so einfach nicht. Einkommen. 1450 von Milton. Der hat das verdient. Das ist wunderschön. Einkommen. 1598 von Tobias. Das ist auch sehr schön. Ja, dann machen deine Leute ja ein bisschen was. Ja, arbeiten doch ein paar bitte. Hab denen ja brandneue Autos gekauft, also die müssen ja auch ein bisschen was bringen. Oh, jetzt stehen wir hier stundenlang im Stau. Liebe Leute, guckt euch doch an. Hier geht gerade nichts mehr. Wir stehen hier echt im Stau. Hier vorne hat's gekracht. So, Einkommen. 1147 von Ludwig. So, ich stehe jetzt hier im Stau. Können wir Motor ausmachen. Hier vorne hat es gescherbelt. Seht ihr nicht den LKW hier vorne, der da auf dem Fußweg steht, verkehrt rum? Ja, das nützt halt nicht jetzt. Da müssen wir jetzt warten. Ich komme auch nicht links und rechts nicht vorweg. Kannst du ja mal auf dein Telefon gucken, da siehst du das mal. Also ich weiß jetzt nicht, wie lange das jetzt dauert. Nach mein Handy ist das hier eine Vollsperrung jetzt. Nach der Staumeldung. Ja, das will ich auch so sehen. Siehst du hinten den LKW, der da quer steht? Ja. Der ist... Ja, keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Liebe Freunde, ich möchte euch ja mehr zeigen, aber ich komme ja nicht weg. Also müssen wir jetzt hier halt warten. Also kann man sagen, warte doch, wenn die Schlange rechts kleiner mitten der Ferse auf die Seite steigt, oder was weißt du? Ja, aber die kommen ja auch nicht weg, das ist das Problem. Also können wir uns jetzt schon mal auf eine Vollsperrung hinarbeiten. Das tut mir ja jetzt echt leid für euch, die hier zu gucken, aber... Was wollen wir machen? Die andere Seite, die andere Fahrspur drüben ist euch schon zu. Ja? K-
kannst du ja jetzt mal drauf gucken. Das ist innerhalb von 2 Minuten was so. Also Vollsperrung auf allen beiden Seiten. Tut mir leid. Kann ich jetzt nicht viel machen. Sowas haben wir leider auch hier. Ja, hier vorne ist definitiv ein Unfall. Die stehen ja schon bis an der Autobahn immer. Gut, dann machen wir halt den Motor aus, was soll's. Können wir eigentlich immer die Verkehrsnachrichten hören, wenn wir die irgendwo haben? Das ist jetzt ein bisschen blöd. Aber was wollen wir machen, Basti? Vollsperrung kannst du nicht ändern. Oh, das ist alles ein bisschen ulkig jetzt. Ich lasse jetzt halt mal hier den Motor belüften, weil es ist auch ziemlich kühl draußen. Hast du schon mal sowas gehabt? Nö, sowas hatte ich noch nicht gehabt. Ich hatte bis jetzt immer Glück gehabt. Antenne Steiermark, Verkehrs- und Blitzservice. Und jetzt Lukas Federer mit dem Verkehr. A2 Schüttertorfbahn in Richtung Graz, Friedberg, Bingerz ist der linke Fahrstreifen weiterhin nach einem Unfall gesperrt. Hast du es gehört? Und es wird geblitzt auf der 9 bei Karlsdorf von der Brücke herunter. Auf der S35 kurz nach dem Knotenbruck bei der Tankstelle in Richtung Bruck und nochmal B70 in Lebrauch auf Höhe des Friedhofs. Wenn Sie eine weiterhin eine Verkehrsmeldung haben, Stau, Unfall oder Blitzer, dann rufen Sie uns bitte an 031 36 505 und 3x5. Wir wünschen eine gute Fahrt. Und jetzt gibt's noch Auto auf den Berg von Falco. Alle Staus, alle Blitzer. Hast du das gehört? Ja. Nö? Ja. Ach ja. Also ist nach einem Unfall gesperrt. Der linke Fahrspur. Also können wir jetzt hier warten. Was anderes bleibt ja nicht übrig. Nö. So was habe ich noch nicht erlebt. Das habe ich einfach noch nicht erlebt. Hier geht nichts vorwärts. Nicht einmal 5 Meter oder so. Ich komme nach links und rechts nicht weg. So, jetzt werden wir wohl hier eine halbe Stunde rumstehen, wa? Oder du rufst den Abschleppdienst. Ja, da kommt der ja auch nicht durch. Also muss ich jetzt hier wohl warten. Und irgendwann mal sehen, wie ich es mache. Ist halt eine Vollsperrung, haben wir ja gerade gehört, ne? Weil sie wieder gefahren sind, wie die Bekloppten hier. Aber ich sehe zumindest, dass mein Team arbeitet. Milton ist ein Level aufgestiegen. Können ja mal ein bisschen hupen, wa? Ja, wie gesagt, also ich weiß jetzt nicht, wie wir das ja machen wollen, aber ich komme ja nicht weg hier. Wir stehen voll in der Vollsperrung und das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so ausschweift. Also
Ich will jetzt hier aber auch nicht eine halbe Stunde im Stau stehen. Das will ich euch nicht antun. Ja. Wie ich das heute mache, weiß ich nicht. Einen Abschlepper brauche ich auch nicht zu rufen, der könnte gar nicht so durchkommen. Ja. Und ja, ich hoffe, dass wir jetzt hier nicht noch Stunden rumstehen. Ich weiß nicht. Sowas hab ich noch nicht erlebt. Zwei Seiten zu. Ich könnte ja auch nicht mal sagen, ich fahre auf dem Fußweg, aber ich komme ja nicht mal darüber. Ja, also abwarten. Ja. Alter Schwede, und es geht aber nicht vorwärts, ne? Das tut mir jetzt echt leid. Das habe ich nicht geplant, sowas. Na gut, es ist 11.27 Uhr, jetzt sowieso noch so Berufsverkehr und jetzt ist auch noch der Unfall passiert. Naja, ne? Aber man sieht ja, es sind alle beide Spuren zu. Unsere Spur und die Gegenspur. Ich weiß aber auch nicht, warum die jetzt nicht hier vorne mal weiterfahren. Vielleicht kommen die selbst nicht durch. Oder diese Lust, die Schaugeil oder so. Das kann nicht sein. So, liebe Leute, na gut, da würde ich jetzt mal sagen, brechen wir den Part heute ab. Es nützt ja nicht, ich muss euch ja jetzt nicht hier stundenlang den Stau hier zeigen. Es reicht schon, wenn ich mir das antun muss. Ja, da bedanke ich mich erstmal beim Basti. Bitte, bitte, Denny. Und ja, dann sage ich mal, schön, dass ihr zugeschaut habt. Ja, ist wohl heute nicht viel passiert. Heute standen wir mal unter Vollsperrung. Aber ist auch mal was. Bis zum nächsten Part. Dankeschön. Make the streams louder.